Wir müssen jetzt einfach so spielen, wenn man das normalerweise spielt. So früh wie möglich das Ende suchen. Gut, mach ich. Das sind ich die gleichen nochmal. Ich suche jetzt so früh wie möglich das Ende. Das wird schief gehen, aber es wird spannend. Was ist denn das wieder für eine Map? Shotgun. Alter, das Spiel hat gerade angefangen. Ich habe schon keine Lust mehr, weil ich die Map gesehen habe. Kannst du dich jetzt nicht mal aus dem Map-Pool rauswählen? Nein, das geht nicht. Warum geht das schon wieder nicht? Weil wir nur vier Maps vetoen können, wie immer. Doch, Blizzard, mach doch dieses Scheiß-System mit den Vetos mal besser. Nicht gut. Kann doch nicht so schwer sein. Dort können wir nichts heranrufen. Entweder mehr Vetos oder weniger Scheiß-Maps. Eins von beiden wird ja wohl drin sein bei so einem Millionenstudio. Natürlich scoutet er mich First Position. Ist ja klar. Wobei Blizzard hat aber seit WoW auch nichts mehr wirklich Großes gemacht, ne? Habe ich jetzt eigentlich gar keine zweite Probe runtergeschickt? Hallo, dumme Probe. Man weiß es nicht. Sarok hilft mir natürlich auch wieder nicht. Zusätzliche Mineralien. Nicht gut. So, das wird jetzt der Shit. Was macht der denn hier? Ey, hau mal ab da! Direkt hier machen sollen. Ich werde GWBF rushed. Ich glaube, Zara guckt auch einfach nie auf Maps. Nee. Kriegt überhaupt nicht mit, was hier gerade abgeht. Nee. Ja, nicht genügend Mineralien, das habe ich ja noch nie gehört. Ich weiß, dass ich nicht... Da bin ich jetzt aber hochgeskillt bei Nergorix. Nee. Gute. Ich hoffe, du hast was das hier follow-upt. Ja, eigentlich schon. Zumindest bereite ich gerade vor, dass da Follow-up. Ja, gewinn das mal alleine, ist okay. Geht ja nicht, du hilfst mir ja nicht. Das stimmt. Wenn du mir ein bisschen... Was machst du denn jetzt? Ich baue darauf, dass ich gleich... Jetzt geht er jetzt auf eine Twilight Council bei so einem Spiel. Das stimmt. Nie baut er Blink, aber bei so einem Spiel, ja, jetzt muss ich erstmal eine Twilight Council bauen. Das Spiel soll früh zu Ende sein, deshalb gehe ich jetzt auf was 178 Sekunden dauert. Ich weiß nicht, was dieser Mann hat. Ey, wie lange hilfst du mir jetzt mal? Was machst du denn die ganze Zeit? So, gleich, Nergorix, gleich kriegst du deine Hilfe. Jetzt komm da hoch mit deinem Warp Prisma, bleib da doch nicht stehen. Ich brauch doch Vision nach oben. Und am besten jetzt auf den Tank gehen. Da ist irgendwo ein Tank? Da kommen die Proben! So, Vision! Vision, Nergorix, Vision! Unsere Mineralien reichen.
Brauchst du da kennen, so das sind es gegeben? Ja, natürlich. Aber ich durfte ja nicht, weil du ja im Weg standest. Die Probes dürften auf alle Fälle ziemlich scheiße down sein. Ja, Warp uns jetzt auf den Tank schickt, mit dem Warp Prisma draufliegen. Ich kann auch shaden. Ja, aber dann sieht er das doch. Ich kann ja auch drauf shaden, alles tot. Das andere hätte dich das Spiel da gewonnen. Hast jetzt wenigstens die T-Shrine? Nö. Warum denn nicht? Wenn du schon auf. Oh. Ja, dann sind wir jetzt tot. Ich will früh angreifen, deshalb komme ich erst nach 20 Minuten. Also das Spiel sieht gar nicht so scheiße aus, aber Nergo ist quittet einfach. Ja, natürlich. Gut, ja, wir können das Projekt eigentlich direkt beenden, wenn du nicht mehr spielen willst, Herr Nergorix. Ja, ich möchte wieder 1 gegen 1 spielen, das macht mehr Spaß. 1 gegen 1 macht überhaupt keinen Spaß. Wir sehen, sein letztes 1 gegen 1 hat Zahlrock. Wann gespielt? Es wird nicht mal mehr angezeigt, so lange ist es her. Ja, das ist einfach kein Stück Fun. Wenn ich One-on-One spiele, will ich eine Story. Auch nicht gespielt. Will ich eine Story haben. Was hab ich Zahlrock ist halt leider einfach nicht kompetitiv. Was habe ich eine Geschichte im 1 gegen 1? Vitrine hatte auch nichts. Dieser Spieler hat noch keine Pokale gewonnen. Das stimmt. Statistiken. 1 gegen 1 gewertet. Und nichts. Die Story in dem Spiel, die war ja scheiße. Alle. Wir können uns ja mal seine alle Statistiken. Guck mal, er ist sogar beim 1 gegen 1 insgesamt negativ. 48 Siege, aber 56 Niederlagen. Schlechtestes übrigens PvP, das sagt ja auch schon mal alles aus. Er kann also nur gewinnen, wenn die Rasse immer ist. Wenn der andere über die gleiche Rasse verfügt, dann nicht. Das ist halt ein Spiel, wenn er nicht gebalanced ist, ist er nicht gebalanced. Machst ja nix. Das ist so. Wings of Liberty hat übrigens gar nicht gespielt, hat of the Swarm auch nicht. Ach, da geht wahrscheinlich alle nicht. Litoli! Ist das Toilette? Weiß ich nicht. Also ich rush jetzt die ganze Folge durch, ne? Ja, dann mach doch. Ich mach hier Makrobild. Weil Zalok hat mir gesagt, ich will früh was haben. Und deshalb mache ich das jetzt ab. Es klingelt. Ich muss mir kurz eine Pause. Oh. So. Achtung, 3, 2, 1, Resümee. Sind Sie schon vorbei? Na gut, ja, Postbote war mal da. Und was hat er geliefert? Ein Paket Salz? Nee, das lag schon da. So ein Rahmending, so ein Holzrahmen. Für Bilder. Von Welt. Boah, ich kann überhaupt nicht schießen, ne? Das stimmt. Wir werden auch hier gekontert schießen. Uns fehlen Mineralien. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Warum kann man denn am Anfang keine Forge bauen, ey? Kann man. Natürlich kann man das. Ja, natürlich. Hab ich doch gerade gemacht. Ich hab doch gerade gekennrushed. Haben wir die Corner? Erstmal machen. Du brauchst aber jetzt keine Forge dabei bauen. Das hättest du direkt am Anfang machen müssen. Das doch, ist doch viel zu spät. Und wehe, du lockst jetzt das WBF zu mir. Was für ein WBF? Ist mir doch egal, den Arbeiter. Weltraumbaufahrzeug. Uns fehlen Mineralien. Ich spiele der Proxy-Baracken. Korrekt. Wer macht denn das Gichners? Weiß ich nicht. Das ist die absolute Chaos-Folge. Das stimmt. Wir brauchen mehr Mineralien.
Dann darf man aber nicht so schnell aufgeben, Nergorix. Was ist das denn? Das ist ja fast schon so wie andere Leute in Formel 1. Ich hatte ja keinen Tech. Ich hatte nichts in der letzten Folge. Und ich war beim Protoss in der Main. Aber da zählt ja nicht. Cannons. Ist das dein Ding? Ja, natürlich da gegen den Highground Cannon zu rushen, ist natürlich mutig. Ja, Griechen, du lenkst die ab. Nicht gut. Nicht gut. Du brauchst oben dringend Highground Vision, ne? Ja. Das kriegst du schon hin. Ich lenk die ab. Ja! Sagt er und alles. Überhaupt kein Problem. Ist gestorben. Und du hast nicht mal eine zweite Probe dahin geschickt. Natürlich nicht. Hallo, das wäre ja Verschwendung. Schickst du jetzt vielleicht mal eine zweite Probe dahin? Ja, langsam. Ja, wir wollen rushen, deshalb mach mal ein bisschen langsamer. Ja, so macht man das, wenn man rushen einfach. Ein bisschen gemütlicher. Kannst du bitte mal Fokusfeier machen mit deiner Canon? Ich geb dir doch schon immer Vision. Müsste die Probe nicht irgendwann mal hier ankommen? Nicht da wieder rausfahren! Doch, da wird jetzt rausgefahren. Ja, du bist dadurch gestorben, dass du rausgefahren bist. Logischerweise, weil auf dem Hinweg hast du schon die Hälfte abbekommen. Er ist ein Overcharge. Apropos Overcharge, du könntest auch einen Mothership-Core hinterher bauen und Overcharge-Rush-Follow-Up zu spielen. Idee, dieser gewiefte Nergorix. Du musst auf dem Highground auch Cannons bauen, ne? Oh, hier haben Roaches, das ist nicht gut. Nein, nicht wieder zurückfahren! Cannons macht er auch nicht. Ich hoffe, du spielst ein vernünftiges Follow-up. Dafür reicht die Energie nicht. Wie ja zu mir letzte Folge. Bis der Mothership-Core da ist, das dauert dann aber auch ungefähr 3 Jahre. Das ist korrekt. Er ist aber jetzt da. Jetzt musst du mit dem erstmal wieder Highground Vision holen. Und nicht zu früh vor den Overchargen, weil vor den Overcharge hilft uns viel, wenn wir das hinbekommen. Da einen Pylon hintersetzen hinter den Dingens. Und jetzt mit dem Mothership können wir nach vorne fliegen. Nur nicht verlieren. Ja, hättest du jetzt irgendwie Overcharge setzen können. Bevor du alles verlierst. Ich weiß nicht, wie weit der Overcharge geht. Ja, mach doch! Mach! Und an den anderen auch! Fliegen! So, sehr gut. Und siegen! Besten Fokus vorher mal auf die Ravager, aber dieser Overcharge war gut. Und Follow-up spielen, ne? Dafür reicht die Energie nicht. Was war der andere? Protoss. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. So, nur nicht den Mothership Core, wie gesagt, verlieren. Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Uns fehlt Energie. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Uns fehlen Mineralien. Oh. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Basis unserer klappt deine Gateways aus. Erweiterung fertig. Ja, oh, so schlecht. Okay, die haben Void Rays.
Oh, du killst das eine Voltray fast. Ich glaube, ganz hast du es nicht gekriegt. Doch, dann ist irgendwann umgefallen. Ah, sehr gut. Och Mann, diese blöden Barracks hier immer. Garstige Barracks. So, was bauen wir jetzt? Na, Gorix, was bauen wir jetzt? Ja, einfach Makronen. Okay. Also, ich habe drei Command Center. Drei Orbitals. Oh, Pylon wird angegriffen. Also eigentlich müsstest du jetzt gleich versuchen zu expandieren, wenn du irgendwie das Gefühl hast, wir könnten gleich was abwehren. Für das können, weiß ich noch nicht. Brauche ich aber erstmal Geld. Warum kann man hier eigentlich keinen Marktplatz bauen? Das stört ein bisschen. Das Geld. Oh, der heilige St. Mergorix. Ich muss ja mal drei Pylons nachbauen hier. Bau mal bitte an der Ramp unten Pylons. Nee, jetzt nicht. Okay, das ist schlecht für uns, das ist ganz schlecht. In dem Tank kämpfen. In dem Tank kämpfen. Und nicht mit zu viel Prismatic Alignment, nee, meine ich gar nicht. Hier, Ravager Biles, aufpassen. Ich hab Stim. Ja, Prismatic Alignment. Ich hoffe, wir können das mit Reinforcements halten. Ich hab einen neuen Tank. Oh, der Tank ist eingebaut, du hast die Pylons da so scheiße gebaut. Sorry. Den hätten wir jetzt gut gebrauchen können im Fight. Können wir noch hinkriegen, können wir noch hinkriegen? Ja, ja, das kriegen wir hin. Yay! Freude. Ja, diesmal habe ich halt ein besseres Follow-up gespielt. Das war beim letzten Mal ganz schlecht bei mir. Freude, jetzt habt ihr aber nichts. Boah, ich habe so viele Minerals. Brauchst du was? Ja! Ich kann nie genügend Minerals haben. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Jetzt muss ich Kleiberg auch noch. Aber ich bin halt 3 Base, ne? Das ist eigentlich ziemlich dreist. Ja, ich nicht. Könnte ich eigentlich auch machen. Ne? Ja gut, du hast natürlich die Position schwieriger, weil ich halt die anderen schon genommen habe. Amerikaner! Jetzt habe ich wieder keine Minerals. Ja, da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, weil jetzt habe ich keine mehr übrig. Das ist so ein scheiß Spiel. Das ist korrekt. Gehen auf Mars Void Race. Was mache ich dagegen? Am besten Storm. Oh Gott, ich habe keine Minerals. Du musst jetzt aufpassen, du bist gleich leer in deiner Mainbase. Also eigentlich musst du jetzt direkt die dritte nehmen. Ich glaube, das kann man uns auch erlauben. Die ist doch da unten schon, ne? Achso, ja, möglichst weit weg. Natürlich. Damit du nicht gut beschützen kannst. Was anderes wäre ja Utopie, ne? Mein Spielsound ist ausgegangen. Steuerung S. Ich hab doch 72 Depots gebaut. Oh, sie sind bei mir alle. Da ist ein Drop. Das ist kein Drop, das sind einfach Mars Void Rest. Ey, 3! Ich droppe! Ja, warp bitte nicht so rein, dass ich hier nicht durchkomme. Wäre nett. Ja, du hast aber Stim Marines. Stim Marines ist jetzt nicht so geil, was hier haben. So, jetzt kommen wir wieder an die Rest. Außerdem hast du sowieso Expansion bis zum Morgenrot. So, gehen wir wieder nach vorne, bevor da der andere kommt. I do. Hast du wieder Mineralien? Ich muss mich hier gerade erstmal verteidigen, deshalb erstmal nicht. Was ist das denn für eine Scheiße?
Jetzt hab ich komplett verdrückt. Hallo! Ich glaube, wir sollten eigentlich jetzt gleich angreifen, möglichst. Dritte saturieren, Sarok. Storm am Drücken. Also vermutlich wird es dann auf den Base-Trade hinauslaufen. Ach, du hast Storm jetzt in der Forschung, ne? Darauf sollten wir noch warten. Warp auf jeden Fall schon mal ein paar High Templar rein. Da kommt alles. Lurker. Okay, wir müssen eigentlich vor Lurkern angreifen. Ihr benötigt mehr Visping, guys. Ich hab eigentlich nix. Aber das mit den Lurkern ist halt echt schlecht für uns. Das stimmt, Lurker nicht so geil. Wir brauchen mehr Mineralien. Das ist auch das Hashtag der Woche. Zurückziehen, nicht in den Lurkern stehen. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Wo sind die Lurker denn? Ich bin mich zurückgezogen. Sollen wir angreifen? Weiß ich nicht. Sie kommen jetzt bei mir, dann lass jetzt Konterpush machen. Okay. Ist das da oben geregelt? Ja, nein! Wie soll ich das denn machen? Das ist eine riesige Armee, die da steht. Aber meine Reinforcements werde ich da hinschicken. So, wir müssen vorne aufpassen, wenn ich alles direkt in den Tod schicke. Schick mir deinen Observer bitte mit nach vorne. Wo ist der denn hin? Der steht irgendwo. Oh, wir brauchen jetzt dringend einen Observer. Scannen! Ich kann nicht scannen. Die nehmen doch meine Commands hinter dort aufeinander. Scan ist sehr gut, Herr Briggs. Den Observer möglichst nicht in den Tod schicken, ne? Können wir mich gut gebrauchen. Nicht so gut, wie der Fight gerade läuft. Vor allem, weil die Lurker jetzt da sind. Zieh dich zurück am besten. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Alles klar. Ja, die Lurker sind halt echt das Problem. Eigentlich musst du halt auf Disruptor gehen, wenn wir ehrlich sind. Die sind aber scheiße. Und sie kommen. Mekongs! Mothership Core, ach, der ist tot. Hast du nie nachgebaut. Dummerweise. Nicht alles in den Tod schicken, Zalrock. Das machen die von ganz alleine, kein nichts. Ja, macht ja nichts. Du kannst ja mal Hold Position drücken. Nach 20 Jahren solltest du es doch mal irgendwann wissen. Hold Position ist so was wie F2, das machen wir nicht. Das ist völliger Quatsch, was du sagst. Nicht einfach random Lügen in die Welt setzen. Du bist hier nicht Trump. Random Lügen! Höhle von Seidebohr. Hilf mir doch! Ne, Tarok will mir nicht helfen. Der spackt sich lieber hinter so Barracks rum. Töte die Lurker! Ich töte die Lurker. Die Lurker sind tot. Glaub ich. Ja, aber wir haben keine Anti-Air mehr, weil du ja irgendwie Adepten geworbt hast. Warum ja, ich auch die immer. Die Lurker abräumen! Ja, das machen wir mit Adepten, den leichtesten Einheiten im Spiel. Ja, das Spiel ist halt scheiße, kann ich da nichts für. Doch! Einfach mal ein bisschen Gedanken machen. So, Adepten war, gegen Lurker zu warpen, bist du das Dämlichste, was du machen kannst. War, ey, die haben die Lurker abgeräumt. Muss man einfach mal so zu. Das ist genauso wie Marines gegen Lurker bauen, was ich gemacht habe. Nein, ich hab Widowmines. Wir hätten Widowmines gebraucht. Aber ja, wir hatten am Anfang halt schon groß gecheased. Naja, also, wir sehen mit Zaroks Methode, alles schnell beenden, kommen wir auch nicht weit. Das heißt, beim nächsten Mal machen wir ein normales Spiel. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wünsche euch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und damit schon einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.